mexikanischen Hochland auf über 2200 Meter gastiert die Tourenwagen-Weltmeisterschaft zu ihrem vierten Meisterschaftslauf, das zweite Rennwochenende. Nach dem Auftakt in Brasilien, in Curitiba Anfang März sind wir also noch höher geklettert, was die Lage der Rennstrecke anbetrifft. Das sogenannte Autodromo Miguel Update, benannt nach den beiden Bauunternehmerbrüdern, die diese Rennstrecke hier vor einigen Jahren erbaut haben. Und wir präsentieren Ihnen bereits die Startaufstellung. Sie kennen das als regelmäßige Zuschauer der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Die ersten acht des Zielanlaufs im Durchgang Nummer 1 werden in umgekehrter Reihenfolge aufgestellt. Demnach steht auf der achten Position der Laufsieger Jordi Genet, der seinen vierten WM-Lauf in seiner Karriere hier gewinnen konnte im ersten Durchgang. Es war ein klarer Start- und Zielsieg nach einer Trainingsbestzeit, also auch ein klarer Laufsieg. Und umgekehrt auf der Pole-Position, da steht der achte Alain-Menu, der hier einige Aha-Momente im ersten Durchgang hatte. Aber Aha-Momente gab es bei einigen Piloten, insbesondere in der Startrunde, wo es da richtig munter zur Sache ging. Das kann man wohl sagen. Also die Startrunde war genau die Runde, ja, die auch am meisten Spannung hier einwandfrei geboten hat. Und von dieser Startrunde am meisten zu erzählen, wird mit Sicherheit Jörg Müller haben, der mittendrin war im Geschehen. Und er hatte natürlich auch keine so besonders gute Ausgangsposition vom Training. Er war im Training, im Qualifying platziert auf Rang Nummer 13. Er hatte sicherlich einen ganz guten Start, aber wenn du als 13er in die erste Ecke einbiegst, dann ja, bist du mittendrin, statt nur dabei, würden die Kollegen vielleicht sagen. Und ja, da ist es zu einem Dreher gekommen. Für ihn war das Rennen relativ schnell kaputt, aber da waren noch einige dabei, deren Rennen relativ schnell und frühzeitig zerstört wurde. Und die meisten derer hatten auch noch ein weiß-blaues Emblem auf der Haube. Ja, umso optimaler lief es aus spanischer Sicht. Seat als spanischer Hersteller freut sich über den Saisonerfolg von Jordi Genet. Natürlich auch ein Spanier, hat übrigens zwischendurch mit seinem Bruder Marc telefoniert. Er hat auch gewonnen an diesem Wochenende in Barcelona. Das Rennen zur Le Mans-Serie, das wir übrigens gleich im Anschluss hier bei Eurosport präsentieren werden. Also sehr viel Motorsport an diesem Wochenende, unter anderem auch mit einem zweiten Genie, nämlich Marc Genet. So, wir schauen nochmal zurück zum ersten Durchgang. Und die Dieselfahrzeuge haben sich da sehr schnell in der Anfangsphase abgesetzt und letztendlich Doppelerfolg für Jordi Genet und Ricard Ridel. Also zwei Seat-Dieselfahrzeuge als erstes. Bizzini ist auf Platz 3. Nicola Larini, dessen Freude sehr verhalten war, hat gesagt, gegen diese Dieselfahrzeuge gibt es hier zumindest in Puebla nichts zu gewinnen. Und das Seat Happening ging weiter auf den nächsten vier Plätzen. Aber mittendrin noch ein weiterer Seat-Benziner, nämlich Tom Coronel, der also hier als ja, sonstiger Seat-Pilot, möchte ich mal sagen. Er ist weder echter Privatfahrer noch Werksfahrer hier in die Top 5 hineingefahren ist. Mit Platz 4 hat er sich nachträglich ein Geburtstagsgeschenk bereitet. Gestern 36. Geburtstag. Ja, so nochmal das Ergebnis zum ersten Durchgang. Wir sind gleich wieder hier live zurück. Yoga. Wir sind bei den Vorbereitungen zum zweiten Durchgang. Und ja, im Fokus hier bei dieser jungen Dame, das ist das Auto mit der Startnummer 3. Das ist der Ehemann, nämlich Augusto Farfus, der einmal mehr in eine Startrangelei verwickelt war. Und sein Gegner hieß, ich sage das dritte Mal innerhalb von einem guten halben Jahr, Gabriele Tarquini. Da macht man noch die Feinkosmetik nach der Kollision, also Italiener und Augusto Farfus, der perfekt Italienisch spricht, muss man dazu sagen. Die sind ja so jetzt nach Monza und Macau erneut aneinander geraten, konnten aber jetzt zum Glück das Rennen fortsetzen, was in Monza und in Macau für den Augusto Farfus seinerzeit nicht der Fall war. Ja, der gute Gustl Farfus, wie er da immer genannt wird in den Schnitzereien, der hatte mal wieder das Nachsehen, als es darum ging, irgendwo an Gabriele Tarquini vorbeizukommen, beziehungsweise andersrum. Es gab einen Treffer an der Hinterradaufhängung, das Auto war relativ schnell krumm. Ja, resultierend daraus war, dass die Spur einfach nicht mehr stimmte. Nach fünf Runden hatte der Reifen dann auch seiniges dann erledigt. Es war nämlich nicht mehr viel vom Reifen übrig aufgrund der verstellten Spur. Und somit war auch das Rennen von Augusto Farfus relativ frühzeitig beendet. Er hatte eigentlich keine Chance mehr. Für ihn wäre es eigentlich ideal gewesen, hier im zweiten Lauf auf Pole zu stehen, sprich im ersten Lauf den achten Platz zu erreichen.
Er hat es nicht geschafft. Wir haben es sehr schön verfolgen können im ersten Lauf, wie er gekämpft hat. Er hat gefightet, sich sogar nach hinten noch wehren müssen, aber selbst das hat er nicht geschafft. Und so ist es auch letztendlich allen Menü gelungen, ja, auf diese achte Position nach vorne zu fahren. Und der steht halt jetzt am Platz an der Sonne. Dazwischen irgendwo, nämlich genau gesagt der 10. Position, der beste BMW-Pilot. Und da sitzt der amtierende Weltmeister im Auto. Nur Platz 10 für Andy Priot. Und das zeigt eigentlich sehr deutlich die aktuelle Situation von BMW, speziell hier in Puebla. Da ist man sehr viel optimistischer, wenn es dann nach Europa zurückgeht. Aber hier in Puebla, da kann man nur hoffen, vielleicht irgendwo ein Pünktchen zu gewinnen. Vielmehr dürfte bei normalem Rennverlauf nicht drin sein. Aber es heißt schon normal bei der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Vielleicht gibt es gleich in der ersten Kurve wieder ein großes Tuvabu. Und dann wird das Ganze neu durchgemischt. Riedel als Zweiter im ersten Durchgang, der steht hier auf Startplatz Nummer 7. Er ja nach 2006 wieder zurückgekehrt als Werksfahrer zu Seat, nachdem er im letzten Jahr da nicht so stark beschäftigt war. Na klar, der war bei den 24 Stunden von Le Mans dabei, hat zwei Gasteinsätze in der Tourenwagen-WM gemacht, aber in diesem Jahr wieder bei allen 12 Events dabei und gibt hier kräftig Gas und hat vor allen Dingen nach dem ersten Durchgang die Tabellenführung punktgleich mit Gabriele Tarquini übernommen. Ja, und das ist auch eigentlich, was ihn am meisten natürlich antreiben wird. Man kann natürlich das Ziel haben, ein Rennen zu gewinnen, aber letztendlich schielen wohl alle Fahrer auf den Gewinn der Weltmeisterschaft letztendlich. Und dafür ist natürlich für Ricard Riedel umso schöner, dass er weiß, dass er nach zwei Rennen absolut mit bei der Musik ist und jetzt noch ganz vorne. Schön mal gerade das Foto, was wir da eingeblendet gesehen haben von Nicola Larini. So sieht er die meiste Zeit aus. Auch eben, als er auf dem Podium war, fast immer ein langgezogenes Gesicht. Und die Statistik, die daneben eingeblendet war, die erklärt das auch beinahe. Nämlich keine einzige Pole Position für ihn, keinen einzigen Laufsieg im Gegensatz zu seinen Teamkollegen. Und da misst man sich natürlich am ehesten. Kein Teamkollege für einen der Publikumslieblinge. Eat My Dust steht auf der Heckpartie für Major Tom Coronel. Ja, nicht nur Publikumslieblinge, auch einer meiner Lieblingskollegen, muss ich dazu sagen, und auch einer, den wir gerne begleiten, während er am Lenkrad sitzt, immer für einen lockeren Spruch zu haben, und von vorne zeigt sein Auto die Zähne, von hinten lässt er am liebsten seine Kollegen den Dreck fressen, und das hat er hier in der Tat sehr, sehr gut geschafft, als, ja, sagen wir mal, Halbprivatier hier auf die 4. Position im Gesamt vorzufahren, war eine Bombenleistung. Das Geburtstagskind von Curitiba, dort konnte er da seinen 5. WM-Lauf in seiner Karriere erzielen. Gabriele Tarquini gehört hier zu den erfahrensten Startern überhaupt in Sachen Tourenwagen. Der ehemalige britischer Tourenwagenmeister, 46 Jahre inzwischen, jung möchte man sagen, nach dem Erfolg in Curitiba. Und dass er Biss hat, das zeigt aber jedem Rennen manchmal zu viel, zum Beispiel aus Sicht von Augusto Farfus. Und er steht natürlich jetzt auch in einer relativ guten Ausgangssituation. Ähnliches gilt für Ivan Muller, allerdings, der hat seinen Wagen vollgeladen, voll mit Kilos, 44, übrigens auch wie Gabriele Tarquini. Und dieses Gewicht macht sich hier extrem auf diesem winkligen Parcours bemerkbar, das haben wir auch gesehen. Ivan Muller war in seiner schnellsten Runde ungefähr eine halbe Sekunde langsamer als beispielsweise Thiago Monteiro. Und der ist ohne größere Zusatzgewichte unterwegs. Das ist in der Tat so. Also diese Strecke, so klein und so kurios sie eigentlich gestaltet ist, die ist fast am übelsten für die Zusatzgewichte. Und wer hier ein fast leeres Auto hat, der steht hier fast automatisch mit vorne, wie den Herrn, den wir hier sehen, mit Thiago Monteiro, der letztendlich jetzt auch in der ersten Reihe steht, neben aller Menü, den wir gleich sicherlich auch noch im Bild sehen werden. Ja, der zweite Lauf wird stehen gestartet, und da wird es so sein, oder da können wir eigentlich von ausgehen, Uwe, dass die Diesel mit Turbo Power natürlich hier den Drehmomentvorteil ausnutzen und vielleicht als Erster in die Kurve einbiegen. Also sollte Thiago Monteiro die erste Linkskurve, die gleich nach der kurzen Startzielgerade folgt, da als Erster einbiegen, wäre das nichts Überraschendes. Auf der Pole Position, da steht auf jeden Fall Alain Menu. Was wir eben über Gabriele Tarquini gesagt haben, das gilt auch für den Schweizer, der seit vielen Jahren ja in England wohnhaft ist. Einer, der mit allen Tourenwagenwassern gewaschen ist, viele, viele Erfolge erzielen konnte, sowohl in der BTCC, aber inzwischen natürlich auch in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Hier haben wir die Statistik eingeblendet. 6 Siege bislang für ihn, vor allen Dingen im letzten Jahr. Da ist er nämlich regelmäßig nach ganz vorne gefahren. Alleine 5 Erfolge im Jahr 2007. Also der Alain Menu, der weiß, wie es geht. Im ersten Durchgang hat er ein bisschen Pech gehabt, ein paar Mal auch mit Ivan Muller aneinander geraten.
Und jetzt bin ich mal gespannt, wie dieses Duell ausgeht. Gleich das Sprintduell zur ersten Kurve. Vom Drehmoment her tippen wir auf Thiago Monteiro. Aber Hola Menü ist derjenige, der hier den besseren Startplatz hat. Ja, die Startaufstellung, die lassen wir jetzt nochmal für Sie am Block durchlaufen. 21 Fahrzeuge sind dabei beim nächsten Lauf in Europa, nämlich in Valencia. Da werden sicherlich noch ein paar dazukommen. Einige Libertés haben die weite Reise hier zunächst nach Südamerika, jetzt nach Mittelamerika vermieden, um Kosten zu sparen. Aber in Valencia, da wird noch mehr los sein. Gleich wird hier eine Menge los sein. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht's los in die Einführungsrunde zu Lauf Nummer 2. Monro Stoßdämpfer für Sicherheit und Komfort. Mit Monro Stoßdämpfer für Sicherheit und Komfort. Und wir sind zu Beginn der Einführungsrunde zum zweiten Lauf im mexikanischen Puebla. Saisonlauf Nummer 4 insgesamt. Vorne von der Pole Position, da geht Alamenü ins Rennen und wir sitzen hier an Bord unter anderem bei Ivan Muller. Und hier jetzt beim Pole-Setter Hola Menü, der sicherlich gleich interessante Bilder liefern wird, wenn er nicht direkt in der ersten Kurve die Nase deutlich vorne hat. Aber dann haben wir ja noch andere Kameras hier in den Autos eingebaut, wie bei Augusto Farfus, wie bei Rob Huff und Gabriele Tarquini, sowie den eben genannten Ivan Muller. Tolle Perspektive haben wir übrigens auch hier am Fahrzeug von Gabriele Tarquini. Da sehen wir nämlich, wie die Hinterachse arbeitet, wie das Kurveninnere Hinterrad öfters auch mal abhebt in diesen winkligen Kurvenpassagen. Also da haben wir uns schon öfters im Laufe des Wochenendes an diesen Einstellungen, diesen Aufnahmen erfreut. Ja, vor allen Dingen ist das Schöne bei diesen Einstellungen aus dem Chevrolet, dass wir einen ordentlichen Tourmagenklang haben. Da hören wir ordentlich mal die Sperre pfeifen und das ist auch so, dass wir da Drehzahl hören. Aber wie gesagt, es spielt letztendlich keine Rolle. Jeder Fahrer möchte eigentlich da sitzen, wo er das schnellste Auto hat und mit den meisten Pferdestärken unter seinem Hintern. Alamenü wird natürlich jetzt alles daran geben, diese Pole Position umzuwandeln und hier wirklich vorne wegfahren zu können, was allerdings sehr schwierig ist und auch vielleicht von dem einen oder anderen hier bezweifelt werden kann. Man hat gerade im Qualifying extra nochmal einen Long Run gefahren, das hat Erik Neff uns eben noch erzählt, um entsprechend die Reifenperformance auszuprobieren und reifentechnisch gibt es hier überhaupt keine Probleme. Eigentlich bei keinem Hersteller hier. So, und langsam geht es auch schon in Richtung Startaufstellung. Hier versucht gerade Augusto Farfus nochmal die Reifen auf Temperatur zu bringen. Und es ist nicht nur die Temperatur, sondern auch der sogenannte Warmluftdruck, der stimmen muss. Reifentemperatur irgendwo um die 80 Grad wären optimal. Bremsen nochmal schnell anwärmen, Reifen anwärmen. Ja, und dann geht es Richtung Startaufstellung. Und dann kann man nur hoffen, dass alles warm genug ist. Ansonsten passiert nämlich genau das, was Jörg Müller eben passiert ist. Vielleicht war da zwar noch ein Stupser dabei, aber wenn die Reifen kalt sind, dreht man sich sehr schnell ins Aus. Und das meistens nicht alleine, da gibt es einen Knaller. Interessant, dass die Autos jetzt auch teilweise schief auf der Stachelzielgerade stehen. So zum Beispiel Thiago Monteiro, der alle versuchen wird, möglichst schnell nach außen zu ziehen. Allerdings es folgt eine Linkskurve und dafür hat er eigentlich die bessere Linie, aber steht ein paar Meter versetzt hinter Alamenü. Das heißt also, wenn er gleich etwas besser beschleunigt, dann hat er natürlich die besten Chancen hier für den Laufsieg Nummer 2. Aber wir achten jetzt auf das Signal der Ampel. Zum vierten Meisterschaftslauf der Saison. Die Ampel haben wir nicht gesehen, aber wir sehen einen guten Start von Alamenü, aber auch Monteiro noch besser weggekommen. Es war zu erwarten, mit vollem Drehmoment geht er da als Führender in die erste Kurve hinein. Menü zweiter, dahinter wird es jetzt deutlich enger. Dichter Seat-Pulk. So, und diesmal geht es bislang noch besser. Die erste Kurve haben zumindest alle überstanden, was eben nicht der Fall war. Ja, Monteiro hat einfach den Drehmoment ausgenutzt und ist mal locker vorbeigefahren. Und dahinter kommt der Seat Markenpokal. Unglaublich, ja. Und die ersten, die quer stehen, sind die BMWs. Allerdings haben sich da gegenseitig ein bisschen angestupst. Und wieder mit dabei Jörg Müller. Diesmal hat er bis zur zweiten Kurve gebraucht, um einen Quersteher hier hinzulegen. Ja. So, das Feld schon relativ weit auseinandergezogen. Und ja, erstaunlich zu sehen. Wären hier nicht die Chevrolets dabei, da hätten wir reine Markenpokale. Vorne die Seats, hinten die BMWs. Die blauen Farbtupfer, die mischen das Ganze ein bisschen auf. Und wir können auch nur hoffen, dass diese blauen Farbtupfer da wirklich noch ein bisschen munter mit rumrühren. Denn Alamenü weiß schon sehr genau, was er da tut. Er gehört zu den absoluten Topfahrern, zu den Topstars hier in dieser Serie. Aber es nützt alles nichts, wenn er keine Leistung hat, dann braucht er nichts zu überholen. Und was nützt der beste Jockey, wenn man auf einem Esel sitzt? So, die Seat-Piloten kommen sich auch noch gegenseitig jetzt in die Quere.
aufpassen muss auf jeden Fall der Alaminü auf Ricard Riedel bzw. auf Gabriele Tarquini, die direkt dahinter ist. Dahinter Riedel. Und das Gabriele Tarquini, ja, nicht unbedingt ein sehr rücksichtsvoller, zurückhaltender Pilot ist, das wissen wir. Der wird also mächtig dagegen halten, wenn er erstmal dicht genug dran ist. Und ich behaupte mal, das ist nur eine Frage der Zeit. Da werden die alle aufschließen auf Alaminü. So, wenn wir mal ganz kurz einen Blick in die Independence Trophy werfen, dann werden wir erkennen, dass da momentan nicht Pierre-Yves Korthals vorne ist, sondern Stefano De Aste. Aber das ist natürlich der große Vorteil von dem BMW gewesen, weil der mit dem Heckantrieb einfach besser starten konnte. Tja, die BMWs standen im Gesamt nicht so weit vorne, von daher hatte das in dem Falle nicht die Riesenauswirkung auf die ersten Plätze. Jörg Müller nur 14. nach der ersten Runde, also das kann auch schon fast wieder abhaken. Brio zumindest jetzt in der Nähe von den Punkterängen, der ist nämlich 9. Tja, aber wenn man sieht, wie die Post da vorne abgeht, da wird es also wirklich extrem schwierig. Und ich könnte mir vorstellen, dass Andy Brio mehr damit beschäftigt sein wird, Rob Huff hinter sich zu halten, als nach vorne aufzuschließen. Aber egal, also es kann natürlich auch passieren, dass hier der eine oder andere sich in die Quere kommt, wobei, wenn sich jetzt noch zwei Seats ins Auto fahren sollte, wäre das alles andere als clever. Ja, wer auch wieder mit dabei ist, muss man sagen, unser fliegender Holländer, Tom Coronel, mit dem einzig benzingetriebenen Seat aus dem Profilager, sagen wir mal so. Und dass er hier den Speed überhaupt mitgehen kann mit dem bärenstarken Diesel, das ist schon eine super Leistung. Tja, die meisten Aktionen, die meisten Karambolagen in der Vergangenheit der Tourenwagen werden dann erlebt, wenn die Fahrzeuge bunt gemischt waren nach Hersteller. Aber hier haben wir wirklich mit fast Markenkorsus. Ja. Also da gehe ich davon aus, dass man sich da arrangieren wird, zumindest solange man halt teamweise unterwegs ist. Und das haben wir jetzt hier auf den Plätzen 3, 4, 5 und 6. Tom Coronel, den nehmen wir auch noch dazu, den Siebtplatzierten. Der wird nämlich seinen Schwesterfahrzeugen oder dessen Schwesterteams nicht wehtun. Tom Coronel fährt ja für das Red Sun Racing Team, ein sehr nah dem Werk nahestehendes Team. So, jetzt haben wir einen Angriff im Seat-Lager. Das war, glaube ich, Jimmy, der da Ivan Moller überholt hat. Ja, zumindest sehr vorsichtig vorgetragen. Und genau das würde nicht passieren, hätten wir hier munter gemischt. Dann wird auch schon mal ganz gerne eine Stoßstange, Tür oder zur Not sogar ein Dach riskiert, um dann doch vorbeizukommen. Hier ist es nicht so, da geht man natürlich sehr freundschaftlich miteinander um. Schnellste Runde von Rob Huff, das erstaunt jetzt ein klein wenig. Und Rob Huff ist gerade dabei im Begriff, Andy Brio zu schnappen. Und das hat er auch gerade getan. So, jetzt haben wir das Desaster komplett. Das heißt, alle Werks Seats und alle Werks Chevrolet vor BMW. Tja, bitteres Wochenende bislang aus bayerischer Sicht. Noch ist es nicht vorbei, aber viel gibt es da nicht mehr zu gewinnen. Die fahren hier fast einträchtig alle hintereinander nach Werken sortiert. Ausnahmen nach wie vor die drei Chevrolet-Piloten. Aber wir haben noch 13 Runden zurückzulegen, fast 14 Runden. Bin mir sicher, im Seat-Lager wird man da auch noch eine andere Reihenfolge finden. Na klar, das Salz in der Suppe ist momentan aller Menü. Wenn der jetzt nicht da wäre, dann, ja, dann wird das ein Prolog, der da vonstatten gehen würde. Was ich aber gut finde, das ist, dass BMW nicht aufgibt. Die haben hier gekämpft, die waren extra testen in Vallelunga, haben extra Setup-Arbeit gemacht. Und man kann hier sehen, wie Augusto Farfus wirklich arbeitet. Das ist also nicht irgendwo, wir fahren ein bisschen spazieren in Mexiko, sondern hier wird richtig gefightet und hart gekämpft. Aber dieses Antriebskonzept ist nicht so besonders gut, eben für diese Strecke, die diese Besonderheiten hat. Zum Beispiel die Höhe, zum Beispiel niedriges Gridniveau und auch das Thema Curbs, dass sie erst flach ansteigen und dann extrem hoch sind. Also nicht so einfach und nicht von allen Piloten geliebt, aber diese Strecke, so langsam sie ist, so schwierig ist sie auch. Ja, die hat eben sich in die Grundtriebwehr, waren ja traditionell immer schnell und BMW hat ja traditionell immer nicht glücklich agiert. Prio gerade mit einem erheblichen Quersteher. Der hat natürlich auch 33 Kilo Zusatzgewicht aufgeladen. Farfus dagegen, der ist fast leer. Genau, der hat das Zusatzgewicht drin, und aber der hat auch diesen Körpergewicht. So, wenn man jetzt aber sieht, dass Jörg Müller die schnellste Rundenzeit fährt, fragt man sich, wie kann das denn passieren? Das fragen wir uns eigentlich auch, wenn wir ehrlich sind, in dem Moment. Ja, aber wir müssen ja dazu sagen, die Rundenzeiten, die wir jetzt haben, die sind noch weit von dem entfernt, was wir da im ersten Durchgang erlebt haben. Da waren die Fahrzeuge 3 Sekunden schneller fast als jetzt in diesem zweiten Lauf. Na gut, die Temperaturen sind ein bisschen nach oben gegangen, aber die Fahrzeuge werden leichter werden. Und so, jetzt haben Larini ist jetzt vorbei an Tom Coronel und auch Huff und Prio.
Also da hat der Tom Coronel einen leichten Fahrfehler gehabt und gleich drei Positionen verloren. Und ich denke, der Alex Zanardi wird der Nächste sein oder Jörg Müller, der sich Jörg dann Müller an Tom Coronel ranmacht. Aber da hatte Eat My Dust, hat er auch bildlich mal dargestellt. Ich finde es dennoch gut, um den Faden nochmal aufzugreifen, dass BMW mitspielt, weil es gab schon mal andere Hersteller, die unterlegen waren, die dann einfach, naja, anders reagiert haben. Ja, Fahrfuß pusht sich jetzt an Tom Coronel heran, dahinter erst die erwähnten Jörg Müller und Alex Zanardi, aber da geht es mit Mühe um Top-10-Position, wenn wir hier vorne auf die Spitze schauen, wo wir nach wie vor natürlich Thiago Monteiro in Front sehen, der im ersten Lauf der schnellste Mann war, auch hier im Moment den Ton angibt und Alain Menu, der zunehmend unter Druck gerät. Die Chevrolet-Piloten, die fahren ja auch eine weite Linie und da verliert hier die Startnummer 7 Rob Harp eine Position. Wir hatten eine weite Linie und Andy Priot geht an seinen Landsmann vorbei. Und hat auch eine leichte Beschädigung wieder am Fahrzeugheck, aber das ist nichts Dramatisches. Ja, und jetzt kommt Rob Harp auch wieder unter Beschuss von Tom Coronel. Da geht es jetzt drum. Ja, die BMW-Jungs, die kämpfen auch munter miteinander. Die sagen schon, wenn wir hier keinen Pokal gewinnen können, dann machen wir uns wenigstens ein schönes Rennen. Und Coronel auch an Rob Harp vorbei. Also Rob Harp verliert jetzt irgendwo den Rhythmus. Jetzt kommen die beiden BMW-Verfolger, Fahrfuß und Zanardi ist das direkt dahinter. Zu Zanardi kann man sagen, ihm fehlt hier ein komplettes Training. Das zweite Training hat er komplett auslassen müssen, das zweite freie Training. Warum? Weil er im ersten freien Training sein Auto mal heftigst in die Betonwand von Mexiko versenkt hatte. Und deshalb ist das Auto nicht fertig geworden. Und gerade diese Strecke bedarf doch einer Testarbeit, wo man sich entscheiden muss, wie entsprechend stelle ich mein Auto ein. Gehe ich über das Fahrwerk, mache das Auto weich oder mache es das Auto vom Fahrwerk her hart und lasse den Reifen zu viel arbeiten. Da ist man gerade in den verschiedenen Herstellern, ist man die Wege gegangen, beide Richtungen ausprobiert, ja, und am besten aussortiert sind die Seats nicht nur aufgrund der Leistung. Es wäre schön, wenn wir das jetzt ein bisschen durchmischen könnten. Prio ist jetzt in den Punkterängen, durchmischen nach Marken, damit wir wirklich mal etwas härtere Fights erleben. Mit Ausnahme nämlich von Menü und seinen Verfolgern, der jetzt attackiert wird. Mit viel Drehmoment schiebt sich Gabriele Tarquini daneben und geht da ganz locker vorbei. Ja. Also wiederum eine Doppelführung für Seat. Und Menü hat einen kleinen Fehler gemacht. Ausgangs Turn 7 war das. Kleiner Fehler und er hatte ausgereicht, um entsprechend ja, die Tür aufzumachen. Und dann, wie du schon richtig sagst, Drehmoment und ab durch die Mitte. Yves Moller wird der Nächste sein, der sich jetzt um Alain Menu kümmert. Im ersten Durchgang sind sie mehrfach aneinander geraten. Da gab es ein paar kleinere Kollisionen. Auch ein wilder Drift von Alain Menu, den er da exzellent eingefangen hat mit seinem Chevrolet Lacetti. Ja, wir haben gerade mal 5 Runden zurückgelegt. Wir wegen uns in der 6. von insgesamt 16 Runden. Die Distanz einheitlich bei allen Läufen zur Tourenwagen-Weltmeisterschaft. 50 Kilometer pro Lauf, also 100 Kilometer pro Wochenende. Kurz und knackig, Real Cars, Real Racing, so das Motto der Tourenwagen-WM. Und dieses Real Racing, das demonstrieren sie hier. Menü unter Druck von Yves Moller, kann aber seines Zeichens auch wieder ein bisschen dichter an Gabriele Tarquini ranfahren. Also und jetzt kann man es sehen, jetzt kommt genau der Leistungsvorteil. Einfach mehr Drehmoment aus der Kurve raus, aus der Ecke raus. Und auch den höchsten Top-Speed, den hat auch Seat. Jetzt, ja, Alain Menu wehrt sich, also von daher wird der Angriff jetzt noch nicht kommen. Das ist die falsche Seite, die Yves Müller gewählt hat. Ja, aber eines, da können wir ganz, ganz sicher sein, was Alain Menu dieses Wochenende nicht mehr sehen wird, ist die Farbe Gelb. Die hat er überall vor sich, hinter sich, also egal wo er hinsieht, in welchem Spiegel, Format, Film, ist da ein gelber Seat. Tja, die gelbe Gefahr. Aus Sicht der Konkurrenz. Wenn man sich damit aber auch nicht selbst ins Bein schießt, die Seat sind aufgrund dessen, weil sie halt den Turbodieselmotor haben, sind sie unter strenger Kontrolle der FIA. Und wenn man hier einen ja, Dreifach-Sieg landet, vielleicht sogar einen Vierfach-, Fünffach-, Sechsfach-Sieg,
dann kann man ganz stark davon ausgehen, dass ja, die nächste Runde eingeläutet wird, wenn es darum geht, was machen wir, um die Seat einzubremsen. Erste Maßnahmen hat man getroffen, man hat den Ladedruck und Benzindruck reglementiert, das hat man in Curitiba schon mal gemacht, mit dem Hinweis erstmal nur für dieses Wochenende. Hier in Mexiko ist man hingegangen, hat gesagt, nein, wir machen das bis auf Weiteres. Und aus Sicht der Konkurrenz sollte man sagen, das ist auch notwendig. Interessanterweise auf den Plätzen 2, 3 und 4, da sehen wir mit die härtesten Fights im Moment im Rennen. Und das sind alles Meister der britischen Tourenwagen-Serie. Die sind 2 Liter Tourenwagen gewöhnt, härteste Gangart, aber in der Regel fair. Da klopft man leicht an, aber so unfaire Aktionen untereinander gibt es da relativ selten. Ja, vor allen Dingen die Jungs sind es auch gewohnt, die meisten auch mit Frontantrieb-Fahrzeugen zu fahren. Von daher gibt es hier die abenteuerlichsten Aktionen, wenn man jemand mal auf die Ecke erwischt. Deshalb endet das noch lange nicht in Vendrea. Da ist gerade Ivan Muller, der hier im harten Fight ist mit Alaminü. Und die 10 wiederholen sich und klar ist, die Linie von Alaminü, die ist nicht schnell, aber im Moment effektiv. Aber dahinter kommt es nach und nach zum Rückstau, nämlich Rydell, der knabbert jetzt an der Heckpartie von Ivan Muller. Seat. Also da wird es gleich möglicherweise hinter Alaminü zu einem Rückstau gehen. Nämlich immer wieder haben wir die Aktion, wenn es auf die Stadtenzielgerade hinausgeht, beschleunigt Ivan Muller außenrum sehr schnell. Innen ist aber kein Platz, da ist nämlich der Schweizer bereits, muss früher bremsen, um die Kurve überhaupt noch vom Radius zu kriegen. Und das kostet nochmal Zeit. Ja, Alaminü ist mit Sicherheit nicht derjenige vom Speed her, der der Drittplatzierte ist. Vom Speed her sind da 3 Autos dahinter, die mit Sicherheit schneller sind. Aber ranfahren ist eins, überholen ist das andere. Und was haben wir jetzt hier gerade? Da ist einer der Diesel, ja, dem die Luft ausgeht. Tarquini hat das Tempo gedrosselt. Ja, oder gedrosselt worden, wie auch immer. Da scheint ein Fahrfehler vorgelegen zu haben, weil die Leistung ist wieder da. Hoffentlich bekommen wir da noch mal eine Zuspielung. Also da war definitiv ein Fehler drin. Ne? Auf jeden Fall der Ex-Jordan Formel 1-Pilot. Und da gibt es ein Riesenproblem hier für Ivan Muller. Genau das meinte ich. Das sind diese Driftwinkel, wo die Jungs nicht vorerschrecken. Halb so wild. So, der wird voll aufs Gas gegangen. Und in die abenteuerlichsten Winkel wird das Auto wieder abgefangen. Und weiter geht's. Ja. Da bekommt er nicht mal einen hohen Blutdruck von. Wir wahrscheinlich einen größeren, höheren Blutdruck. Ja, Thiago Monteiro, der ehemalige Formel 1 Jordan-Pilot, der liegt hier locker in Führung, Vorsprung, fast 2 Sekunden. Hier sehen wir das auch optisch jetzt über 3 Sekunden sogar. Na klar, nach dem Fahrfehler von Gabriel Tarquini. Jetzt kommt der Angriff. Jetzt macht er ernst. Rydell ist vorbei. Rydell im Angriff auf Alaminü. Zurück. Dann Ivan Muller jetzt. Und er steht schon wieder quer. Ja, da. Schön. Dann aus der Kurve raus. Da. Schau dir mal den Rückstau an. Ja. Da gab es eine Kollision. Da gab es eine Kollision mit Larini. Huff oder Larini. Und das Ganze ist im Prinzip jetzt entstanden, nachdem man da ganz eng zusammengerückt ist, weil nur mal vorne das Tempo rausgenommen wurde. Und auch Tom Coronel ist da mitten in Kampfhandlungen. Also das sah am Anfang so eintönig aus, aber jetzt wird das, man sieht es auch optisch, nach Marken durchgemischt, haben wir auf einmal die Fights, auf die wir uns die ganze Zeit gefreut haben, hier im Rahmen der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Also jetzt ist vorbei mit Paarlaufen und Ähnlichem. Ja, ich glaube, das war der Rob Huff, den Quersteher hat, da hat zumindest etwas an Schwung verloren. Ja, aber es ist erstaunlich, dass die Fahrzeuge wieder zusammengeführt werden und auch schön zu sehen, dass wir wieder ein BMW im Bild haben. Allen voran Andy Priot und Auguste Farfus, die beiden, die bilden also die Speerspitze bei BMW, wenn man überhaupt davon reden kann, wenn man auf die Positionen 11 und 12 schaut. Hier sind wir bei Auguste Farfus gerade im Auto, in Verfolgung von Andy Priot und schauen Sie nur mal die Lenkradarbeit an, da wissen Sie, was hier los ist. Dass hier wirklich gefaltet wird, Temperaturen im Fahrzeug ca. 50 Grad, also das sind so ganz angenehme Sonntagsnachmittagstemperaturen im Fahrzeug. Die sind wohl mollig eingepackt in den dreilagigen feuerfesten Anzug, Helm an, Handschuhe an, so wie es sich gehört. Also ist gut für die Figur. Ja, Tom Coronel im Sandwich der Chevrolet-Piloten, Larini vor ihm, Huff hinter ihm. Huff, der eben ja schon mal von Priot überholt wurde, konnte also wieder diese Position zurückerobern. Also die Schlussphase verspricht hier einiges an Spannung hier in Puebla. Aus deutscher Sicht müssen wir dazu sagen, Jörg Müller enttäuscht nur 15.
Man kann es auch anders ausdrücken, mal ganz formuliert. Sein Fokus lag in diesem Wochenende auf dem Locus. Montezumas Rache hat ihn hier heimgesucht und da ist er doch etwas geschwächt. Und dazu kommen noch die hohen Temperaturen im Fahrzeug, also alles andere als ideal aus Sicht des Hückelhofener. Also außer Spiel ist nichts gewesen, das war vor 2 Jahren genauso. So, da gab es aber eine leichte Veränderung. Und zwar ist unser blauer Fighter à la Menü eine Position nach hinten geschoben worden. Auf Platz 3 nunmehr Ricard Riedel, der sich vorbeigeschoben hat. Ja, und der Führende, der hat sich auch einen kleinen Fehler erlaubt, aber das alles halb so wild. Er hat genug Platz. Tja, das war es dann wohl. Dann scheint es wohl ein Dreifachsieg zu geben, weil wer bitte soll jetzt überhaupt noch die Möglichkeit haben, diese bärenstarken Autos da vorne von der ersten Reihe wegzu drängen? Es wiederholt sich im Prinzip fast der erste Durchgang. Die TDIs alle vorne mit dabei. Das war von vielen prognostiziert worden. Im Qualifying konnte man das nicht so umsetzen, aber im Rennen, ich sag jetzt mal auch dank Teamleistung, man fährt sich gegenseitig nicht in die Quere. Man zieht sich vielleicht noch so ein bisschen hier im Windschatten, wobei der Windschatten hier in Puebla nicht so bedeutsam ist wie beispielsweise in Monza. Und jetzt der nächste. Da kommt der nächste Angriff und vorbei. Das war Ivan. Oh, die Genet vorbei und da kriegt er einen Stupser, Konter von à la Menü. Und jetzt kriegt er auch einen, pass auf. Nee. Na, hat er gut gemacht. Ja, jetzt. Jawoll. Ivan Muller kollidiert hier mit seinem Teamkollegen im Laufsee des ersten Durchgangs, Jordi Genet, der etwas an Schwung verloren hatte. Ja, aber wenigstens fighten sie auch untereinander. Das ist ganz gut so. So, aber da kämpft jemand mit einem ganz, ganz stumpfen Messer, während andere ja eine Maschinenpistole in der Hand haben. Und derjenige mit dem Messer, der heißt à la Menü und kommt aus der Schweiz. Tja, und den Position, den Platz ist auch los. Auch Ivan Muller geht da ganz mühelos vorbei. Jetzt kommt der nächste. Der ist ja nur am Verteidigen, der fährt ja nur noch im Rückspiegel und Tom Coronel schiebt und schiebt und schiebt. Das ist alles aber keine Ideallinie mehr. Und daher kommt es auch, dass das Feld sich zusammenführt. Gut, wenn die Seats mal gleich weg sind, dann wird es wieder ein sehr interessantes Rennen. Nichts gegen Ideallinie, jeder sollte eine haben, senkt sich hier auf aller Menü. Ja. Das war's. Und tschüss. Ja. So, und das Publikum johlt. Ja, 75.000 Zuschauer hier. Viva Mexiko. Und da jubelt man auch. Viva España wahrscheinlich. Also, es sieht nach einem spanischen Wochenende aus. Thiago Monteiro, ja, der Portugiese, könnte auch sagen, iberisches Wochenende. Ein Portugiese im Front im spanischen Auto. Jordi Genet, der Spanier, siegt im ersten Durchgang. Und vor allen Dingen, soweit das Auge reicht, nur Seat. Ja, wir dürfen aber nicht jammern. Seat hat eine Lücke entdeckt. Und klar, wir schimpfen, wir hätten vielleicht auch lieber ein spannenderes Rennen ohne diese Dominanz, gerade hier vorne an der Spitze. Aber alle wussten, wir gehen in eine Höhenlage mit 2200 Meter. Hier ist die Luft sehr dünn, im wahrsten Sinne des Wortes. Und halt mit Allrad, sondern mit Turboaufladung, hat man einfach eine bessere Brennraumfüllung. Von daher ist es aus technischer Sicht schon mal oder aus physikalischer Sicht eine ganz einfache Geschichte, dass die Autos hier definitiv mehr Leistung haben. So, und Seat ist nun mal den Weg gegangen und hat gesagt, wir nutzen das Reglement aus, wir setzen den Diesel ein. Und es ist halt das Schwierige, ein turbogeladenes Fahrzeug entsprechend in den Griff zu kriegen, weil es gibt halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, dass man diesem Auto doch mit Leichtigkeit ein paar PS mehr einhauchen kann. Leider nicht mehr im Rennen dabei, unsere italienische Diva Nicola Larini, der ist in die Box zurückgekehrt und kann also jede Hoffnung auf weitere Punkte sich jetzt hier erstmal abschminken. Nach einem Podiumsplatz im ersten Durchgang war er Dritter, hier im zweiten Durchgang keine Punkte für den ehemaligen deutschen Tourenwagenmeister. Tja, dann lassen Sie uns mal gucken, wer überhaupt Punkte bekommt, außer Seat. Ja, ein BMW haben wir dabei, nämlich Andy Prio als Achten und Rob Huff, der würde 2 Punkte für Chevrolet bekommen. Und das war's dann. Was ist ja Menü zurückgefahren bis auf den 10. Platz nach seinem wilden Ausritt. Ja, Thiago Monteiro hat gestern für Aufsehen gesorgt und sorgt auch heute für Aufsehen. Gestern war es ein Laderschaden an seinem Seat. Die ganze Strecke eingenebelt. Es kam zum Abbruch des Qualifyings. Das musste einige Minuten unterbrochen werden. Heute sorgt er im positiven Sinne für Aufsehen. Liegt hier über 5 Sekunden in Front.
Ja, und es wäre auch sein erster Sieg. Ja. Und nochmal auf Thiago Monteiro zurückzukommen. Der Junge, der kommt aus dem Formel-1-Auto mit 750 PS, Pi mal Daumen, und ist umgestiegen in einen Tourenwagen, wo sich andere sehr, sehr schwer tun. Hat er den Umstieg wirklich meisterhaft hinbekommen. Da muss man ein Riesenkompliment loswerden. Und ja, jetzt zeigt er so gestandenen Jungs, wie zum Beispiel ein Ivan Muller, dem man wirklich alles unter den Hintern geben kann. Ich sag mal so ein Typ Uwe Alsen, der mit allem schnell ist und alles im Griff hat. Und der fährt aber vor ihm, und das ist aller Ehre wert. Ja. Thomas Hartos hat es von Nicola Larini in der Box. Da gab es Kampfspuren in der Heckpartie. Ob das der Ausfallgrund war, wir können es nur vermuten. Also da waren es nur noch zwei Chevrolet im Rennen, aber verglichen mit Curitiba sind das noch relativ viele. Da gab es nämlich das Desaster im ersten Durchgang, wo alle drei Chevrolets in derselben Runde ausgefallen sind. Vor allem, wo Larini Rob Huff da aus dem Rennen gekegelt hat. Das war schon wirklich schmerzhaft, auch aus Sicht des Teamchefs, des Verantwortlichen bei Chevrolet, bei Eric Neve und dem Ray Mellock-Team. So, Andy Prio mittlerweile vorgefahren auf die 7. Position. Also, da gibt es doch noch Pünktchen für BMW, was sehr schön ist. Es gab schon mal ein rabenschwarzes Wochenende für BMW. Das war ein Understop im letzten Jahr. Da gab es einen einzigen Punkt. So, hier könnte man wenigstens 2 Punkte damit nach Hause nehmen. Besser als gar nichts, wird man sagen. Und Uwe, du weißt, wie entscheidend so ein Punkt sein kann, wenn man an die Weltmeisterschaftsentscheidung im letzten Jahr denken. Da wäre der ein oder andere froh gewesen, hätte er einen Punkt mehr gehabt. In der Tat, Macau wahrscheinlich auch 2008 die Stelle. Und da gibt es den Ausrutscher hier von Tarquini. Und damit ist Riedel jetzt vorbei und würde mit diesem zweiten Platz ja die Tabellenführung allein übernehmen. Und das wird Tarquini mit Sicherheit nicht schmecken, dass er gerade hier einen Fehler gemacht hat, weil ja auch er ist ein Italiener, der sehr wohl weiß, was Emotionen sind und wie man die ausleben kann. Das wird ihn jetzt mächtig fuchsen, dass er da diesen Fehler gemacht hat, und er würde ja nichts lieber als ja sofort wieder den Platz da vorne einnehmen. Dazu hat er jetzt noch 2,5 Runden Zeit, sind also jetzt in der Schlussphase des zweiten Durchgangs. Die Farbe Gelb, sie dominiert auf den ersten 5 Plätzen die Diesel, auf dem 6. Platz ein weiterer Seat, nämlich der Benziner von Tom Coronel. Und auch Felix Portiero macht seinen Vornamen heute keine Ehre, heute ist er nämlich nicht glücklich. Ausfall für ihn, aber auch nicht unbedingt weit vorne platziert, im Gegenteil, so im Platz 15, 16 haben wir ihn zuletzt notiert. Ja, an der Spitze plätschert das Rennen so dahin, muss man sagen. Da wird mit Sicherheit auch schon der Funkspruch von Jaime Puig gekommen sein. Während wir hier nochmal den kleinen Fahrfehler sehen. Ja, das Auto einfach zu weit rausgerutscht, nichts Dramatisches. Ja, Jaime Puig wird mit Sicherheit schon die Devise ausgegeben haben. Jungs, bitte tut euch nichts. Fahrt ins Ziel, wie ihr wollt. Kämpft miteinander, aber bitte keine Berührung untereinander. Von daher wird hier nicht mehr viel passieren. Und so weit haben wir ja auch nicht mehr bis ins Ziel. Das sind noch gut 5 Kilometer. Und bei Chevrolet hat man die Position auch nochmal getauscht, nämlich Holland Menü ist jetzt vorbeigefahren an Rob Huff und Menü auch vorbei an Andy Prio. Also der Holland Menü hat jetzt 2 Positionen gut gemacht in der vorletzten Runde. Ein Zeichen dafür, dass er wieder den Rhythmus gefunden hat, nachdem er zwischendurch ja deutlich am Boden eingebüßt hat. Holland Menü mit Sicherheit die Speerspitze bei Chevrolet. Da kann man schon unterstellen, dass der Rob Huff da Hilfestellung leisten könnte. Und die schnellste Runde wird jetzt in der Schlussphase für Ivan Muller notiert. Und der hat das schwerste Auto mit Gabriel Tarquini zusammen. Ja, da hat die Konkurrenz immer wieder drauf gehofft, dass die Reifen mal abbauen bei den Dieselfahrzeugen, weil die so ein hohes Gewicht auf der Vorderachse haben und so eine hohe Leistung. Aber Ivan Muller zeigt, mit dem höchsten Gewicht fährt er hier die schnellste Rennrunde. Tja, und wenn es nicht der Diesel gewesen wäre, dann hätte Seat hier mit dem Benziner gewonnen. Das muss man auch sagen. Dann wäre Tom Coronel derjenige gewesen, der hier aufs Podium hätte klettern können. Also, so gerne wir hier ein anderes Rennen gesehen hätten, Riesenkompliment an Seat, an den Mut, diesen Weg zu gehen und das überhaupt durchzusetzen. Also, man muss sagen, die haben hier alles richtig gemacht. Dazu muss man sagen, das nächste Rennen wird ein Heimspiel werden für Seat. Da gehen wir nämlich nach Spanien. Das wird mit Sicherheit noch mal ein paar Zuschauer extra motivieren, nach Valencia zum Heimrennen der Tourenwagen-WM aus spanischer Sicht zu kommen.
Und das natürlich da zu wiederholen, das wird eine ganz andere Aufgabe werden. Wir erinnern uns da, ich glaube im letzten Jahr war es das komplette Desaster in Valencia, als die Seat sich da gegenseitig aus dem Weg geräumt haben. Oder das war schon 2006. Auf jeden Fall gab es da ein Rennen, wo man sich gegenseitig durch die Autos durchgefahren ist. Also ein Desaster beim Heimspiel. Und hier mit dieser Vorlage will man natürlich jetzt schon mal entsprechend Stimmung machen für den Lauf Mitte Mai in Valencia, wenn die Fahrzeuge wieder auf dem Seewege zurücktransportiert worden sind. Das Ganze dauert natürlich ein Weilchen. Letzte Runde läuft für Thiago Monteiro auf dem Weg zu seinem ersten WM-Erfolg. Ja, vielleicht will Seat auch Werbung machen für den eigenen Markenpokal, den internationalen, der neu geschaffen wurde, der auch in Valencia sein Debüt finden wird. Und da wird es dann normal sein, dass man so viele dieser Fahrzeuge in Front sehen wird. Da freuen wir uns alle drauf und auch das wird Eurosport mit im Programm haben. Mit großer Wahrscheinlichkeit und da kann man sich wirklich drauf freuen. Dann sieht es so ähnlich aus wie hier, nur dass wir keine Werksfahrer haben, sondern Privatiers, die munter miteinander kämpfen. Und diese Markenpokale sind beliebt bei all denjenigen, die Motorsport lieben und gerne mal an die Rennstrecke gehen. Ja, zwischendurch sahen wir jetzt auch die erste Überrundung. Mal die Startnummer 13 kurz im Bild. Unser Mann aus der Türkei, Ibrahim Okuyay, türkischer Tourenwagenmeister. Er macht jetzt schön Platz, um hier nicht im Weg zu stehen. Und in die Independence Trophy, da haben wir das gleiche Bild wie im ersten Durchgang. Per Yves Korthals fährt hier genauso dem Sieg entgegen wie vorne an der Gesamtspitze. Thiago Monteiro lässt sich weit raustragen, aber hat das Ganze locker im Griff. Gratulation zum einen natürlich der ganzen Seat-Werksmannschaft, aber natürlich auch Thiago Monteiro, der Mann aus Porto, der letztes Jahr sein Heimspiel hatte beim Stadtrennen von Porto. Und Tom Coronel mit einem Schlenker, das war auch ein Zeichen seiner Freude, nämlich er kann hier ebenfalls die Seat-Fahnen hochhalten. Als bester Benziner sieht er hier die Zielflagge. Das Ganze auf der sechsten Position. Ja, zwei Punkte noch für Arnaud Menu und der letzte Punkt geht an BMW mit Andy Prior. Riesenfreude natürlich bei den Spaniern, sie haben es verdient. Die Diskussionen, die werden damit mit Sicherheit nicht weniger werden in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Auf jeden Fall auf der Pressekonferenz nachher und bei der Siegerehrung gleich, da werden wir die Werkspiloten ausschließlich unter sich sehen, da wird keiner maulen. Nach dem Motto, gegen den Diesel habe ich keine Chance, wie das Nicola Larini nach dem ersten Durchgang gemacht hat, sondern die werden sich gegenseitig loben. Und Hiro freut sich mit Sicherheit sehr ausgelassen, dass er jetzt auch zu den Siegern im Seat-Lager gehört. Und Riedel und Tarquini, die haben einen guten Schritt hier in der Meisterschaft gemacht. Riedel jetzt alleiniger Tabellenführer, aber knapp nur vor Gabriele Tarquini. Ja, auch Ivan Müller wird sich nicht unbedingt sehr ärgern, dass er hier Vierter geworden ist, weil ihm geht es ganz klar um die Weltmeisterschaft und da ist er allemal mit dabei. Ja, eigentlich können alle diejenigen, die in einem gelben spanischen Fahrzeug gesessen haben, sehr glücklich von dannen ziehen. Ich gehe mal stark davon aus, dass die alle gleich sich in den Kreis stellen und dann Hossa, Hossa, Fiesta Mexicana singen werden. Ja, hier ist alles toll gelaufen für die und alle anderen werden mit einem langen Gesicht nach Hause gehen. Werden aber auch wissen, dass sie dieses Rennen anders bewerten müssen, wäre ein solches Ergebnis auf einer anderen Rennstrecke, zum Beispiel Valencia oder egal, Oschersleben passiert, dann müsste man sich Gedanken machen. Aber hier aufgrund der Gegebenheiten der Höhe war damit zu rechnen und das war eigentlich auch ja, von allen Seiten bewusst, dass es so kommen könnte. Ich denke für Thiago Monteiro sein wichtigster Erfolg in seiner Karriere. Natürlich, der hat in der Formel 1 auch schon mal auf dem Podest gestanden. Wir erinnern uns, das war 2005 in Indianapolis. Aber wir wissen auch, dass nur 6 Autos gestartet sind. Und das war ja nicht unbedingt ein ruhmreiches Rennen in der Geschichte der Formel 1. Aber hier, da hat er aus eigener Kraft einen sauberen Startzielsieg hingelegt. Auf der Startzielgerade im ersten Runde hat er schon eigentlich alles im Sack gehabt. Eine fehlerfreie Fahrt gehabt und wird mit diesem WM-Erfolg belohnt. Jetzt kommt man zurück ins Parc Fermé. Das Bild kennen wir. Was hier anders ist als auf den anderen Rennstrecken, sind die provisorischen Boxen. Das Ganze erinnert so ein bisschen an Campingplatz, nämlich die Zelte, die man hier aufgebaut hat. So, und diese Boxen, diese Zelte, die werden nur fürs Rennen verwendet. Ansonsten haben wir nämlich noch ein bisschen weiter im Infield. Ja, dieses Stadions hat man noch andere Boxen, aber
Man muss natürlich auch sein Equipment direkt an der Strecke haben, von daher wurden die hier aufgestellt. Ja, und das ist in der Tat anders als auf den europäisch bekannten Rennstrecken. Besser, der Sieger, Thiago Monteiro. So, jetzt wird das Dach wahrscheinlich ein bisschen onduliert. Das macht er ganz geschickt. Jetzt dahin, wo der Bügel ist, beziehungsweise der vordere Teil des Käfigs, um das Auto nicht ganz zu verschandeln. Das haben wir schon anders erlebt. Ja. Tja, Riedel gehört natürlich auch zu den Glücklichen. Ja, Rickard Riedel, zweimal Zweiter, fast ein Wochenende nach Maas. Tabellenführung übernommen. So kann es weitergehen für ihn. Auch er ja ganz klar der Neuling im Team von Seat, den man zurückgeholt hat, muss man sagen. Und damit hat man eine gute Wahl getroffen, dass man ihn zurückgeholt hat. Bekanntlich schneller Mann aus der BTCC, bekannt, dass er auch zu den ganz Wilden gehört, aber auch mit Kopf fahren kann. Wie sein Erfolg bei den 24 Stunden von Le Mans 2007 unterstreicht. Und er sagt, ich bin sehr, sehr glücklich. Das wird er gleich wahrscheinlich bei Siegerehrungsinterview noch einmal kundtun. Es kann auch sein, der Mann, der diese Temperaturen eigentlich aus seiner Heimat in Schweden kaum gewohnt ist, wo wir hier einen relativ kühlen Tag noch erwischt haben für mexikanische Verhältnisse. Aber im Auto, da ist es natürlich bullenwarm. Aber da steckt der Lok direkt, ja. Die sind natürlich jetzt richtig aufgedreht. Die ganzen Teammitglieder aus dem großen Seat-Werksteam. Wir werden wahrscheinlich jetzt kräftig feiern. Und ob sie das in der Form überhaupt noch mal erleben werden, das darf in Frage gestellt werden, weil da waren die Bedingungen hier einfach optimal aus Sicht der Turbodieselfahrzeuge. Tja, und damit Thiago Monteiro. Erster Sieg für sie. Ja, it's huge. Ja, ist natürlich toll. Ja, die Menge Menschen haben eine Menge Arbeit hier geleistet, haben hart gearbeitet. Ja, im Qualifying lief es nicht ganz so rund, aber am Ende ist gut, sehr, sehr wichtig, auch für mich selber. Habt ihr jetzt schöne Punkte gesammelt und für sehr natürlich auch in der Herstellerwertung Punkte. Bin dann natürlich sehr, sehr glücklich. Da kann er zufrieden sein, der ja auch künstlerisch sehr aktive Thiago Monteiro, der malt da seine eigenen Kollektionen, T-Shirts und ähnliches. Also, er hat vielseitige Talente, wie er ja auch heute ja auf der Strecke einmal mehr bewiesen hat. Ja, die Jungen, die gehen jetzt sofort zur Siegerehrung, die wir hoffentlich noch mitnehmen können und anschließend noch zur kurzen Pressekonferenz, wo sie uns alle nochmal vors Mikrofon laufen sollten. Da werden wir aber Friede, Freude, Eierkuchen hören, wie du schon gesagt hast, Uwe. So, und dieses Bild, das wird, ja, das muss man sich einrahmen und in den Haupteingang der SEAT-Zentrale in Spanien hängen, zumindest in die Motorsportzentrale. Dominanter geht es nicht. Es sind 5 SEAT-Diesel mit dabei und die haben die Plätze 1 bis 5 belegt und dazu noch als i-Tüpfelchen Tom Coronel im Benziner noch mit hinten dran. Tja, Seat Herz, was willst du mehr? Ja, das Ganze natürlich beim indirekten Heimspiel hier. VW hat hier ein großes Werk, hat hier bis vor kurzem, bis 2003, den legendären Käfer hergestellt und sie hat gehört ja bekanntlich zum Volkswagen Konzern. Und hier haben wir den Stand in der Meisterschaft. Riedel, 2 Pünktchen Vorsprung vor Tarquini, weitere 2 Punkte dahinter. Ivan Muller also auch in der Tabelle. Das Ganze im Moment fest in Seat Hand. Aber wir wissen, es gibt 20 Punkte pro Wochenende zu gewinnen. Brio einmal mehr in Lauerstellung, im Moment nur auf Platz 5. Aber wir haben hier noch 20 Wertungsläufe vor uns. Ja, die Fans haben eine Demonstration erlebt. Ein bisschen mehr Action haben wir uns ehrlich gesagt schon gewünscht, aber die Rahmenbedingungen haben es an diesem Wochenende nicht hergegeben, sind aber da sehr, sehr gute Dinge, dass sich das in Europa ändern wird. Nämlich dann, wenn auch die Gewichte neu verteilt sind. Und wir schauen nochmal auf die Highlights des zweiten Durchgangs. Ja, mit dem Start war eigentlich schon mal ein guter Teil entschieden, zumindest aus Sicht von Thiago Monteiro. Zunächst alles nach Marken sauber sortiert, wurde das Ganze nachher etwas lebhafter, als die
ersten Positionsveränderungen dafür sorgten, dass also auch die BMW-Fahrer in Richtung Seat und Chevrolet-Piloten fahren konnten. Vorne war man sich dann relativ schnell einig. Der einzige, der sich lange wehrte, das war der Alain Menu. Und hier sehen wir den Franz Engstler auch mal im Bild. Der ist hier Vierter geworden in der Privatfahrerwertung, wie schon im ersten Durchgang. Nach dieser Pirouette konnte er aber das Rennen fortsetzen. Tja, und am Ende gleiches Bild wie schon fast im ersten Durchgang. Die Farbe Gelb ist vorne und das im zweiten Durchgang mit gleich 6 Fahrzeugen. Der Sieg der Independence Trophy, der geht wie im ersten Durchgang an Pierre-Yves Courtals. Platz 2 für Stefano d'Erste und dessen Teamkollege Sergio Hernandez. Und wie erwähnt, Franz Engstler trotz Dreher in der 4. Position. Dann sollte man vielleicht noch erwähnen, dass auf der 5. Position Oliver Tielemans aus dem Hause Wieschers Sport gelandet ist. Damit ist man bestimmt nicht so zufrieden, aber sei es drum. Ins Ziel gekommen ist man, das Auto ist heile geblieben und jetzt geht's auf den Weg nach Valencia. Tja, Glückwunsch, alle Fahrer mit Seat-Fahrzeugen unterwegs, die oben auf dem Podium stehen. Der Vater des Seat-Erfolgs mit auf dem Podium, Jaime Puig, der auch harte Zeiten hinter sich hat in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft, wo Seat doch lange Zeit so ein bisschen Underdog waren. Aber zwischenzeitlich haben wir den Anschluss nicht mehr hergestellt, sondern man ist im Moment das Maß der Dinge. Das muss man so sehen. Ja, Seat war vielleicht schon oft in der Diskussion, ob man dieses Engagement überhaupt fortsetzen sollte. Weil auch mit einem neuen Fahrzeug kam der erhoffte Erfolg nicht. Der kam aber jetzt mit dem Dieselmotor. Das heißt, das Auto war schon lange gut und mit dem Diesel ist es jetzt sehr, sehr gut. Aber das, was wir hier sehen, wird sich in der Form gar nicht wiederholen können. Also das war schon zu heftig. Das war eine Klatsche für alle, aber wirklich für alle. Das ist ein Lohn für harte Arbeit für die Jungs, die wir hier genau sehen. Die haben diese Autos gebaut und die sind stolz und können auch sehr stolz darauf sein. Das haben sie sich verdient. Ja, die Organisatoren natürlich auch alle jetzt vollständig hier oben vertreten. Und ich denke, wir werden gleich nochmal ein paar Fahrerstimmen einfangen, machen nochmal eine kurze Unterbrechung, melden uns noch einmal gleich zurück. Die drei Musketiere aus spanischer Sicht hier eng beieinander und auch bei den Helfern wird hier kräftig gefeiert. Also das gibt hier eine große Fiesta. Einige haben schon Kampfspuren, unverkennbar. Ja, man könnte sie auch nennen, die drei von der Diesel-Tankstelle. Ja, das Gruppenfoto sollte man unbedingt mitnehmen. Da werden die Fahrer gleich noch zustoßen. Jetzt geht es noch zu einer kurzen Pressekonferenz. Anschließend wird es wohl heiß hergehen in Mexiko für die Bediensteten und für die Angestellten und Fahrer und Teamchefs und wer auch immer dabei sein wird. Also das ist ein Fest wert. Da soll eine Sause unbedingt, sollte schon da drinne sein. Dann nochmal der Blick aufs Championat, das haben wir bereits vorgestellt. Bester Nicht-Seat-Pilot, muss man in dem Fall sagen, Andy Priot. Jörg Müller fährt ohne Punkte nach Hause, nur auf der 7. Position. Und stark ist Tom Coronel, muss man dazu sagen, der hier als 8. mit dabei ist, nach einem wirklich hervorragenden Wochenende, was er sich im Prinzip rund um seinen Geburtstag selbst verdient hat. Tolles Qualifying, 2 gute Läufe hier am Sonntag. Also Tom Coronel hat, sagen wir immer wieder, verdient, ein Werksauto zu bekommen und fragt immer wieder, ich möchte auch einen Diesel haben. Und vielleicht wird sich Jaime Puig mal erweichen lassen, insbesondere wenn die Meisterschaft weiter voranschreitet. Da kann er, nämlich der Tom Coronel, sicherlich zu einem sehr, sehr wertvollen Helfer werden. Das, was er heute übrigens ja auch schon war, indem er halt nämlich weitere Konkurrenten hinter sich gelassen hat.
Auf jeden Fall hat er Punkte weggenommen. Das ist so. Aber bei dem Ergebnis wäre es auf einen Punkt mehr oder weniger dann auch nicht wirklich angekommen. Mal schauen, wir unterhalten uns in Macau darüber. In der Herstellerwertung sieht das Ganze ähnlich deutlich aus wie heute auf der Piste. Seat im Moment mit einem sehr, sehr komfortablen Vorsprung gegenüber BMW und Chevrolet. Wir warten dann in Valencia den ersten Honda mit James Thompson. Hier der Blick in die Privatfahrerwertung, da ist es noch enger. Da haben wir die ersten drei Punkte gleich. Oliver Telemans nach einem tollen Wochenende in Curitiba. Auch hier in den Punkten Korthals. Hier hat er volle Punktzahl erzielen können. Und der erste mit gleicher Punktzahl. Also da haben wir eigentlich auch vier Fahrer ganz eng beieinander. Und die werden sicherlich auch um den Titel in der Independence Trophy kämpfen. Und die haben wir jetzt Thiago Monteiro am Mikrofon. Victory from pole position, very easy race, but the weekend started not that easy. Ja, das sah nach einem relativ einfachen Sieg aus, aber das Wochenende ist nicht so einfach für sie gewesen am Anfang. Ja, am Anfang Training ist sehr, sehr gut, Training, aber dann hatten wir ein mechanisches Problem. Im ersten Rennen habe ich mich dann deutlich gesteigert, von 11. Position auf 7, stand dann mit der ersten Reihe beim zweiten Start. And then the race in the last race just a great start. Ja, mit dem guten Start ging es dann im zweiten Rennen los. Und dann habe ich natürlich immer weiter attackiert, habe einen Vorsprung gefahren und habe keinen Fehler gemacht. Und das ist natürlich wichtig für das ganze Team, aber auch für mich selber. Und wirklich, ich bin damit zufrieden. Ja, warum man die ganze Zeit attackiert, ohne richtig Druck von ihnen zu haben? Ja, man muss sich konzentrieren und da muss man einfach weiter Gas geben, sonst verliert man die Konzentration. Und so hatte ich einen guten Rhythmus und konnte den Abstand weiter vergrößern. Die letzten drei Runden, die waren dann ein bisschen komfortabler. Tja, ein einfaches Rennen möchte man von außen betrachtet vermuten. Und auch Rica Tridel wird sicherlich zufrieden sein. Der neue Meisterschaftsführende. Zweiter in beiden Rennen, nahezu perfekt. Ja, wie ich schon eben gesagt habe, mit dem Qualifying war ich nicht ganz so zufrieden. Aber zweiter Platz in beiden Rennen. Das Team hat einen guten Job gemacht, hat das Auto gut präpariert. Ja. Nochmal der Dank ans Team. Ja, schöner Zweikampf auch mit Gabriele Tarquini in der Schlussphase. Sah nicht unbedingt nach Teamwork aus. Wir waren eigentlich so eng beieinander, die Abstände sind ganz, ganz knapp. Und man muss natürlich aufpassen, dass man den Teamkollegen da nicht abschießt. Und dann ist er mal kurz in die Strecke gerutscht, da bin ich daneben gegangen. Eine Runde später habe ich einen Fehler gemacht. Also konnte ich gerade noch mit etwas Glück Zweiter bleiben. Tja, und diesen eben erwähnten Gabriele Tarquini, den werden wir sicherlich auch noch am Mikrofon sehen. Auch hier natürlich in der Meisterschaft jetzt hervorragend platziert als Zweiter. Gabriele Tarquini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 with Seat and the top 4 now in the championship. 1 bis 6 im Rennen für Seat, Top 4 in der Meisterschaft. Was macht das Team so stark? Ja, das Auto hat gut funktioniert. Aber es ist nicht nur der TDI, das haben wir am Tom Coronel gesehen. Auch im zweiten Rennen ist er gut gefahren. Es war einfach ein fantastisches Wochenende. Tja, will er nicht weiter Wasser auf die Mühlen werfen, Gabriele Tarquini. Wie auch immer. Wir freuen uns dann auf das erste Gastspiel in Europa. Mitte Mai ist es dann soweit und da werden wir mit Sicherheit ein deutlich turbulenteres Wochenende erleben als hier in den Höhenlagen von Mexiko. Und damit wollen wir uns auch herzlich verabschieden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn ich sage wir, dann sind das Dirk Ader von Uhr Winter. Wir sind kürzlich hier bei Eurosport. Tschüss, ciao und bye bye.